Fire Emblem, genauso wie wir es das letzte Mal verlassen haben, mal wieder. Es ist die dritte Aufnahme jetzt, die diese Mission beinhaltet. Ja, vor zwei Episoden haben wir angefangen und wir sind jetzt immer noch nicht damit fertig. Krasse Sache, oder? Also, wir haben immer noch diesen Konflikt da oben, aber wir haben auch noch diesen Konflikt da oben. Und der Konflikt hier oben sieht ein bisschen einfacher aus als der Konflikt da oben. Also kümmern wir uns erst um das Leichtere. Einfach weil ich so ein Typ bin, der ich gerne um die leichteren Sachen kümmert. Erstmal angreifen. Oder Moment, ich mach das so. Ich gehe mit ihm hier hin. Greif von hier aus an. Wow, der ist ja schwach. Aber der Gegner trifft zum Glück nicht. Und dann gehen wir mit ihm hier hin, weil Psychologie, weil er weniger KP hat und sich dort heilen kann. So, jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Kleines Problem besteht immer noch. Zwar habe ich jetzt den Gegner getötet, aber mit wem besetze ich das jetzt? Ja. Ziemlich blöd gelaufen, würde ich sagen, weil gleich kommt da wahrscheinlich noch einer raus. Also die drei, die müssen da irgendwie drauf stehen bleiben. Und hier haben wir noch ein anderes kleines Problem. Also hier haben wir die drei Typen. Kurz am Ende der letzten Aufnahme wurde einer noch gekillt. Leider. Hat er es nicht mehr geschafft. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier hin. In der Hoffnung, wir töten den da. Guck mal, der kann sogar gar nicht schaden. Das ist richtig geil. So, sonst noch was? Ja, sehr gut. Der ist dann schon mal tot. Das hilft mir ungemein weiter, ohne Scheiß. Dann besetze ich schon mal. Nein, ich kann gar nicht besetzen. Was ist das? Mit dem kann ich aber besetzen. Soll mir recht sein. Greife ich den hier an. Reicht aber anscheinend leider auch nicht ganz bis zum Tode. Macht ja nichts. Ah, jetzt. Sehr gut. Gut, dann besetze ich das hier schnell mit ihm. Kann sogar von mir aus angreifen, aber habe ich nichts von, weil ich bin zu schwach. Dann müssen wir nur noch den hier schnell töten. Oder muss ich ihn hier auch schnell töten? Ihr nicht. Und dann hätte ich das Problem auch mal gelöst. Sogar noch vor dem leichteren Problem. Wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder. Mache mich auf zum Boss. Mit meinen lustigen, ausgeflippten Kumpel Linus. Moment, was hat der für eine... Okay, der hat nur so eine Reichweite. Stelle ich mich hier schon mal voll auf Position. Greife gleich voll mit den beiden Magiern hier an. Nächste Runde. Was hat der denn? Ja, der hat schon eine ordentliche Verteidigung. Aber wie will er zwei fette Magieattacken überstehen? Ich wüsste nicht, wie er es machen soll. Und ich habe Glück gehabt. Anscheinend spawnt diesmal da niemand. Jetzt wäre jetzt voll noch einer rausgekommen. Aber trotzdem steche ich mich schon mal hier hin. Und mache jetzt meinen großen Angriff. Einmal mit Excalibur. Eine unglaublich starke Attacke. Wie seid ihr bis hierher gekommen? Mist, ich bin geliefert. Oh. Der hat anscheinend so ein bisschen Angst, also hat nicht so ein riesiges Ego, wie es eigentlich üblich ist. Mit einem Volltreffer, One-Hit, lang lebe, Brust. Boah, das war epic. Ein Schlagmann und der Boss war Geschichte, man. Richtig geil. Ich habe sogar ein Donnerschwert erhalten. Kann ich momentan nichts anfangen, dann machen wir im nächsten Kapitel an. Sir, es ist zu gefährlich, hier zu bleiben. Wir müssen nach Pirati fliehen. Es ist nicht ohne Risiken. Manu, der König von Pirati, soll ein Nachfolger der Drachen sein, ein Manakete. Aber uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen das Risiko eingehen. Bleibt auf der Hut, Sir. Alles klar, und wir speichern genau hier. Wir gehen ins nächste Kapitel, die Pirati-Drachen, die Inseln von Pirati. Das klingt echt bescheuert, dieses Wort. Marv, geht weiter. Und jetzt kommt der tolle Text. Grust hatte das Bündnis überrascht und zwang sie nach Pirati zu fliehen. Aber das Königreich Pirati hatte selten Kontakt mit dem Rest der Welt. Ihr König Manu war erzürnt, als er vom Besuch des Bündnisses erfuhr. Man flüsterte, Manu sei ein Drache. Ein Gerücht, das sich bald bestätigte. Interessant. Ja, wirklich. Die Truppen... Es bleibt alles so, wie es hier ist, würde ich sagen. Obwohl... Der kann weg, dafür nehme ich mir stattdessen den. Oder... Nein, den hier mit.
Personen. Die brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht zwangsläufig. Und dem brauche ich eigentlich... Oder? Ach komm, ersetzen wir den einfach durch den da. Der Rest kann eigentlich so bleiben, denke ich, ja. Gehen wir mal ins Inventory. Stimmt schon, wobei Marv... Wollten wir ja... Schnitter, Panzerbrecher, das sind beides geile Schwerter. Dies, nehmen wir dem nochmal so einen Schnitter oder doch lieber ein Stahlschwert? Ach egal, ich gebe ihnen ein Stahlschwert. Ja, dann ist Marv auch mal ein bisschen stärker hier. Bei dem ist eigentlich auch alles okay, alles klar, alles Vorrat nehmen. Ich kann dem Eisenaxt... Einen Hammer kann ich ihm geben. Trifft zwar übelst selten, aber scheint an sich stark zu sein. Habe ich für dich irgendwann mit Heilung? Aber ich besitze gerade nichts, was er benutzen könnte. Aber ich glaube, das reicht noch. Ansonsten kann ich mal, glaube ich, nachkaufen. Ach ja, den kann man das Donnerschwert abgeben. Ein Schwert, das mit Blitzen auch indirekt angreift. Es ist an sich ein schwaches Schwert, aber ich könnte damit genau wie so ein Bogenschütze angreifen. Zum Beispiel, wenn ich Smart oder sowas gebe. Kann ich auch mal demnächst machen, gerne. Ansonsten, du hast irgendwie... den kann man eigentlich ja nichts geben, so. Aber der könnte... Na, den geben wir einfach mal als Eisenschwert dazu. Was bist du denn für einer? Ach ja... Ach so, ihr kämpft ja gar nicht mit, ihr seid mir total Latte. Klassenwahl, Arsenal, Optionen, speichern. Speichern mal und machen jetzt hier weiter. Eindringlinge, barbarische Abschaum, sie wagen es, ihre Füße auf diesen geheiligten Grund zu setzen. Ich werde sie dafür töten, einem nach dem anderen, und das blutrote Gras unter ihnen zu ihrem Scheiterhaufen machen. Klingt ein bisschen gruselig, der Typ. Wir sind leicht in der Unterzahl, aber oh, hier sind auch viele Türen und sowas. Und viele Wege. Viele Einheiten, die quer verstreut sind. Und das da ist tatsächlich ein Manakete, der auch einen Schlüssel bei sich hat. Naja, klingt interessant. Ziehen wir erstmal los. Ich würde sagen, mit Marv zuerst, weil Marv diese Tür öffnen kann. Wobei, was hätte ich davon, diese Tür zu öffnen? Na gut, dann müsste ich nicht außen rum, ne? Wobei, Marv muss ich sowieso noch... Ach egal, ich mache jetzt erstmal die Türe hier auf. Und dann sehen wir erstmal weiter. Dann kann ich hier erstmal die Schätze abplündern, wobei... Ja, ach, keine Ahnung. Ich muss andererseits nämlich auch in dieses Dorf da hinten. Also, es gibt echt eine Menge zu machen gerade. Schon krass. Moment, nee, hier kann ich angegriffen werden, ne? Von irgendwem. Also, erstmal stelle ich mir ein paar Einheiten hier hin. Und hier hin. Und hier hin. Also, hier hin. So. So weit kann ich hier noch nicht momentan. Ich könnte auch hier oben hin. Und mal nach Keten. Keine Ahnung. Warum? Ich mach's auch einfach. Weil ich gerade Bock dazu habe. Stell den Rest auch mal so hier hin. Und hier hin. Und hier hin. Und das endlose Game hier. Okay. Hätten wir schon fast alle. Sogar. Unglaublich. Ja, ich weiß. Okay. Endlich. Alle 15 Leute waren bewegt. Ach, die können ja auch übers Wasser, diese Piraten. Genau. Habe ich ja vollkommen vergessen. Muss ich mich auf jeden Fall wappnen. Und mit voller Vorsicht da vorgehen. So sieht's aus. Also erstmal gehe ich mit Marv nach da hinten, weil Diebe können Dörfer zerstören oder so, war das. Und bevor das passiert, muss ich da noch eintreffen. Und das kann ich natürlich nicht alleine, ich brauche ein bisschen Verstärkung. Und, keine Ahnung. Der kann eigentlich auch mal mitkommen. Ich denke, das reicht erstmal, drei Leute in die Richtung zu schicken. Dann muss ich hier unten aufpassen. Am besten so schwache Einheiten wie ein Heiler tue ich mal so ein bisschen eingrenzen hier, so dass sie nicht angreifen können. Und kommen dann einfach als so eine ganze Einheit hier an. So, ja, das reicht erstmal, der kann ja auch weiter. Und du, was machst du? Ich stell den einfach mal, keine Ahnung, hier hin.
versammeln dich mal ein bisschen hier. Kann schon. Ach, das kann nicht schief gehen. Ja, wer bleibt übrig? Der Heiler bleibt übrig. Scheiß auf den Heiler. Obwohl ich den gerade eingegrenzt habe, um zu schützen. Scheiß auf den, ne? Aber der hat einen Wurfball. Scheiße. Damit habe ich. Damit kriegt er den trotzdem noch an. Wenn er mit Wurfteilen da angreift, Wurfballen. Das ist echt kacke. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt gelöst bekomme. Ansonsten ist der Heiler gleich futsch. Kann ich wohl wenig gegen unternehmen momentan. Gut, okay, der blockiert mir den Weg und der macht in der nächsten Runde das Dorf kaputt. Habe ich recht? Gefällt mir aber gar nicht. Kann der fern angreifen? Nein, kann er nicht. Wattenversager. Kriege ich den irgendwie auch diese Runde tot? Stell mich mal hier hin. Greif mal hier. Was ist denn das Stärkste, was ich habe? Die Stahlaxt wird das wohl sein. So, okay, tot. Okay, jetzt habe ich das Problem, der könnte immer noch nächste Runde da drauf stürmen. Komme ich da gerade fast dran? Bin mal gespannt, naja, wie das hier ausgehen wird. Okay, nächstes Dilemma. Ich würde sagen, ich muss jetzt mal voll auf Angriff hier gehen. Starschwert und los bitte. Schöner Strand übrigens, ne? Würde ich mal so anmerken. Okay, das war schon mal gut. Dann hier direkt weiter, nicht nachlassen. Trotzdem zieht der Typ mehr ab als ich, aber hat eine geringe Trefferquote, auch wenn er es noch geschafft hat zu treffen. Ja, damit wäre ich im Nachteil. Moment. Dann greife ich doch mal besser mit dem da an. Na, mit dem Schwert. Jawohl, Volltreffer. Yes! Weg ist er. Soweit so gut. Ein Heiler leistet dann erstmal hier. Der heilt sich dann richtig schön und so. Und hau noch mehr Einheiten noch in diese Richtung. So, ihr könnt alle gehen eigentlich soweit. Kommen noch mehr Piraten hier hoch? Obwohl doch, es kommen noch Piraten. Na egal, die fangen die ja schon alle ab. Wird schon. Kann schon. Wird schon klappen. So, dann. Gehe ich hier dran und greife mal fett mit dem Stahlschwert an. Oh, der hat eine Teufelsaxt bei sich. Oh, das könnte gefährlich werden, aber er ist tot, okay. Ich habe eigentlich gehofft, der greift sich selber damit an. Das kann ja auch passieren. Das ist aber anscheinend dieses Mal nicht. Dann gehe ich hier hin und hau dir mal eine dicke Pflege rein. Schon ist der Typ so gut wie neu. Den lasse ich einfach mal so hier so und den lasse ich einfach mal so da so. Und macht nicht das. Oh, die dumme Sau hat das Dorf zerstört. Ich hätte Geld oder sowas da bekommen. Hat das echt nur geschafft. Und alle meine Mühen waren vollkommen umsonst. Das ist so krass traurig einfach nur. Oh. Okay, hier muss ich aufpassen. Der greift meinen Magier an. Aber kriegt dafür die fette Rache. Ah, da hinten steht noch ein Magier. Blizzard, oh. Das haut natürlich auch kräftig rein. Also für solche Magier muss man echt in Acht nehmen. Okay. Mann, 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 hier gibt es echt noch eine Menge zu machen. Aber mir ist mal wieder die Zeit ausgegangen, das ist echt krank. Na gut, machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Oder ich denke, ich gehe nochmal mit hier mit dem dahin und speichere einfach mal. Genau so. Und dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal. Ne? Ich mache dann weiter und dann war ganz viel Spaß und ihr werdet euch jetzt alle reinziehen und habt Spaß dabei. Ciao.